Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Secret Files Tunguska. Ja, wir stehen jetzt hier so ein bisschen, wissen nicht genau, wie wir das Eisloch aufkriegen sollen. Ich habe hier auch gerade nochmal geguckt, also ich weiß auch nicht, wie man was mit dem ganzen Kram hier machen soll. Ein hohles Rohr, auf dem ein Vorsicht-Abgrundschild steckt. Ja. Also, die Sachen miteinander kombinieren, ich glaube, das kann es jetzt auch nicht so wirklich sein. Da denke ich mal, dass das eher nicht funktioniert. Ja gut, den Eimer, den bräuchten wir normalerweise, denke ich mal, um Wasser. Oder könnten wir vielleicht hier draußen? Nee, von dem Fass können wir nichts holen. Okay. Können wir irgendetwas mit dem Fass machen? Oder mit der Harpune? Moment, wir haben hier zwei Sachen. Genau, Fass, Loch, Harpune. Wenn wir sowieso schon mal hier stehen, können wir direkt schon mal alles abarbeiten. Ich meine, wahrscheinlich wird es eh darauf hinauslaufen, dass wir wirklich alles pro Bild. Okay. Ich kann denn die Wäsche da reinmachen? Oh no. Die Wäsche hat sich mit dem Tran vollgesogen, ist tierisch schwer und stinkt auch so. Ist tierisch schwer. Okay. Also, ich wüsste jetzt so auf Anhieb nicht, wofür, aber das hört sich jetzt so an, als ob wir damit irgendwas beschweren sollen oder so. Mit dem Loch haben wir ja eigentlich eben schon alles probiert. Dann gehen wir noch mal. Ich dachte eigentlich, dass das irgendwie mit dem Pinguin zusammenhängt. Komm, geh noch mal ein bisschen schneller hier. So, jetzt ist meine Maus hier schon wieder weg. Oh Gott. So, also wir haben den Abgrund, da geht es aber ins nächste Bild. Ansonsten haben wir nur das Loch und wieder zu. Ach, den Pinguin haben wir doch auch. Ich wollte gerade sagen, den habe ich jetzt nur gerade nicht gesehen. Also, Pinguin und Loch. Probieren wir doch mal. Ja gut, dass man das da nicht. Okay, das Schild jetzt wieder da reinzustecken, wäre natürlich ziemlich schwachsinnig. Ich denke mal, dass man das Schild wirklich rausnehmen muss, damit da vielleicht noch einer umkommt oder so. Moment. Keine Ahnung. Die macht das jetzt aber nicht, oder? Das ist doch bestimmt wie mit dem Ding hinten. Oh. Wow, was für eine Explosion. Scheint sogar eine kleine Lawine ausgelöst zu haben. Den Pinguin hat das aber nicht wirklich aus der Ruhe bringen können. Nö, ne? Der steht immer noch so ziemlich blöd hier rum. okay, kann ich denn jetzt hier irgendwas machen? Ist hier irgendwas. Ach, da kann ich jetzt runtergehen. Ach so, das ist ja cool. Aber ich kann ihn nicht. Ich weiß, dass nehmen. Leichenfleddern nicht die feine englische Art ist. Aber ich kann nichts mehr für ihn tun. Er hingegen könnte mir vielleicht noch helfen. Ah, da macht sie es doch. Okay. Perfekt. Was haben wir denn hier? Ein Amulett? Das Amulett stellt in etwas abstrakter Art und Weise einen Kopf dar. Obendrauf steckt ein großer Diamant. Sieht sehr alt aus. Und wenn der Diamant echt ist, dürfte es ein Vermögen wert sein. Haha, ihr kennt doch sicher alle den Test, wie man herausfinden kann, ob das ein echter Diamant ist. Wenn es ein echter Diamant ist, schneidet der Glas. Das wäre natürlich mega geil, wenn der echt wäre. Ein Benzinfeuerzeug. Leider kein Benzin mehr drin. Ja, was auch sonst. Sonst hätte ich jetzt die Stelle frei gemacht mit dem Feuerzeug. Kann man das irgendwie? Nee, kann man nicht, ne? Wäre vielleicht auch zu viel. Ach so, das sind Tagebuchseiten. Ein paar rausgerissene Seiten. Sie sind überschrieben mit Forschungstagebuch von Nicole Charleroi. Ich glaube zwar nicht, dass mir diese Informationen in meiner derzeitigen Lage weiterhelfen werden, aber zumindest verstehe ich so vielleicht die Zusammenhänge besser. Ah, okay. 27.03.2000. Mit der Unterstützung von Massimo habe ich nun endlich die ausreichenden Mittel, um meine Forschungen zu intensivieren. Und die ersten Erfolge stellten sich bereits ein. Apropos Massimo, endlich jemand, der an mich und meine Arbeit glaubt. Er ist nicht wie diese Idioten in Paris. Er hat dieselben Visionen wie ich. 22.04.2000. Ich habe einige Unterlagen gefunden, über 50 Jahre alt. Ein Wissenschaftler erklärte darin seine Theorie.
Nehmen Sie die Wellen unserer Radiosender. Sie sind auf den Straßen, in unseren Wohnungen, überall um uns herum. Doch wir sehen und wir fühlen sie nicht. Erst wenn wir ein Radio einschalten und die richtige Frequenz einstellen, hören wir plötzlich, dass da Nachrichtensendungen oder Orchesterstücke sind. In gleicher Weise wird es möglich sein, Gedanken unbemerkt in das menschliche Gehirn zu bringen. Man muss nur die richtige Frequenz finden. Okay. Ist ja schon irgendwie so ein bisschen beunruhigend zu wissen, dass egal wo man ist, überall diese Frequenzen im Endeffekt in der Luft hängen. Und ja, ich sag mal, es kann ja auch nicht gesund sein. Alleine schon diese ganzen Frequenzen. Oh, ein Tag vor Heiligabend, 23.12.2000. Meine anfängliche Euphorie ist etwas gedämpft. Unser Schwerpunkt liegt immer noch auf der Grundlagenforschung. Dabei wollte ich schon viel weiter sein. 5.8.2001. Immer noch keine konkreten Ergebnisse in Sicht. Aber zum Glück bleibt Massimo ruhig und fördert das Projekt weiter. Er wird es nicht bereuen. 14.12.2001. In den letzten Wochen zeigten unsere Versuche, dass der Energiemitter fehlerfrei funktioniert. Mir ist aber bewusst, dass wir noch lange nicht am Ziel sind, aber eine Etappe ist nun geschafft. 2.2.2002. Massimo hat heute die Anlage zum ersten Mal besucht. Er ist sichtlich beeindruckt von unseren Ergebnissen und sichert weitere Mittel zu. 20.10.2002. Heute sind die ersten erfolgreichen Testreihen beendet worden. Zwar zeigten die Versuchstiere nur leichte reflexartige Motorikstörungen, aber damit ist der Anfang gemacht. 8.3.2003. Wir kommen nicht voran. Es gelingt uns einfach nicht, den entscheidenden Schritt nach vorne zu machen. An eine kontrollierte Beeinflussung der Versuchstiere ist nicht zu denken. Und ich habe keine Ahnung, woran es liegt. 25.06.2003. Es sind die Straßenfelder. Es müssen einfach die Felder sein. Sie sind vermutlich nicht konstant genug, um eine gezielte Beeinflussung der Gehirnwellen beim Probanden zu erzielen. Und vielleicht fehlt noch irgendwas. Aber es sind bestimmt die Straßenfelder. 5.08.2003. War das das Ende? Massimo hat mich von meinen Forschungen abgezogen und mich zurück nach Europa geschickt. Er hat mir zwar versichert, dass ich schnellstmöglich mit neuer Technik zurückkehren soll, aber ich befürchte, dass er kalte Füße bekommt. 2.3.2005. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, aber gestern haben wir die Arbeit endlich wieder aufgenommen. Massimo konnte von einem ehemaligen KGB-Mann Informationen über die Forschungsarbeit im Tunguska-Gebiet kaufen. Und meine Auswertung dieser Unterlagen hat ihn überzeugt. Die Russen arbeiten offenbar mit Bruchstücken von diesen undefinierbaren Dingen, das 1908 dort explodiert ist. Das Erstaunliche, sie konnten damit bei den Versuchstieren deutlich schwerwiegendere und konstantere Verhaltensänderungen feststellen, als ich in meinen Versuchen. Gott, wie viel ist es noch? 8.3.2005. Wenn die Berichte aus Russland tatsächlich der Wahrheit entsprechen, könnten unsere Probleme bald gelöst sein. Mit diesen Bruchstücken müsste es möglich sein, extrem konstante und störungsfreie Strahlenfelder zu erzeugen. Wenn das tatsächlich so ist, könnte dies die Lösung unseres Problems bedeuten. Wir müssen dringend ein solches Artefakt in unsere Hände bekommen. 25.03.2005. Enttäuschende Nachrichten von Massimo. Der russische Informant hat bestätigt, dass die Russen nun noch über eines der Artefakte verfügen. Die anderen beiden Bruchstücke wurden ihnen angeblich schon in den 70er Jahren von irgendeiner Sekte gestohlen. Ich vermute eher, dass die CIA dahinter steckt. 8.06.2005. Der Umbau der Anlage ist nun komplett abgeschlossen. Mit den neuen Möglichkeiten bin ich optimistisch, dass eine suggestive Beeinflussung des menschlichen Gehirns gelingen kann. Wenn wir doch nur ein solches außerirdisches Artefakt hätten. 25.08.2005. Im Zusammenhang mit den Informationen, die uns der russische Informant verkauft hat, bin ich auf einen interessanten Fall gestoßen. Ein junger kubanischer Wissenschaftler, Manuel Perez, soll 1977 bei einer Expedition in der Tunguska-Region dabei gewesen sein. Seitdem leidet er offenbar unter extremen Bewusstseins- und Verhaltensstörungen. Da in dieser Region bereits damals Experimente mit diesen Artefakten gemacht wurden, könnte durchaus ein Zusammenhang bestehen. Ich sollte mich einmal intensiver mit diesem Perez beschäftigen. 22.08.2006. Massimo ist ein Genie. Er hat in Berlin einen Wissenschaftler gefunden, der sich viele Jahre mit der Untersuchung von diesen seltsamen Artefakten beschäftigt hat.
Massimo ist sich sicher, dass wir bei ihm das benötigte Stück finden. 28.08.2006. Der alte Wissenschaftler ist spurlos verschwunden. Irgendjemand scheint ihn vor unserer Nase entführt zu haben. Jemand, dessen Ziele mit den unsrigen identisch sind? Aber Massimo hat einen neuen Plan. Er will die Tochter des Wissenschaftlers benutzen, um an unser Ziel zu kommen. Klingt etwas verwegen, könnte aber durchaus klappen. Okay, aber scheinbar ging es dann ja auch nicht so richtig weiter. Haben wir hier noch irgendwas, was wir machen können? Nee, nicht so wirklich. Also, ja genau, wir haben ja noch den Diamanten bekommen. Das können wir auf jeden Fall schon mal ausprobieren, wenn ich den... Hallo? Wenn ich den hier wieder zurück... Nee, da, nein, da wollte ich doch gar nicht rum. Wenn ich hier wieder zurückkomme, ich glaube, hier muss ich jetzt raus. Ah, okay. Gut, dann... Ach, ich bin so doof. Moment, geht das? Und so hinterlasse ich auch hier eine Spur der Verwüstung. Ich bin wirklich doof. Ich habe noch eben gesagt, dass das so schwer ist. Was, das ist jetzt das reicht für viele Frühstückseier. Ja, wo soll ich damit hin? Solche Mengen kann ich nicht tragen. Wir haben einen Eimer. Das ist ein bisschen groß, oder? Okay, perfekt. Ein 10-Liter-Eimer voll Salz. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, was ich in... Warte mal. Salz oder Streusalz? Und dann ist noch die Frage, ist da ein Unterschied zwischen Streusalz und Salz? Das habe ich bis heute irgendwie nicht wirklich gewusst. Moment, ich habe da so eine Idee. Ich komme gar nicht mehr hier hin. Oder? Doch, da. Echt jetzt? Wie so, geil. Es dauert jetzt wohl eine Weile, bis sich das Salz durchs Eis gefressen hat. Und das heißt? Scheint so, als sei hier mal ein Loch im Eis gewesen. Mit bloßen Händen werde ich das Loch bestimmt nicht wieder... Okay. Ja gut. Gut, dass ich dann doch nochmal kurz zurückgegangen bin. Weil ich ehrlich gesagt gerade nicht weiß, wo das jetzt mit dem Diamanten war. Das war, glaube ich, hier hoch. Da war der Kontrollraum, oder? Ja, da war der Kontrollraum. Okay. Dann müssten wir, glaube ich, hier rum. Wobei, hier in die Mitte müssen wir doch auch noch irgendwie. Hier ist das... Okay, Moment. Also theoretisch... Die Frage ist, müssen wir den vorher rausmachen? Das Amulett stellt in etwas ab. Können wir so benutzen. Okay, dann mache ich nochmal den Pümpel dran. Ob es so einfach ist, weiß ich nicht, aber ausprobieren. In Krimis sieht das immer so einfach aus. Pümpel auf Glasscheibe, diese mit Diamant angeschnitten und... Es ist tatsächlich so einfach. Naja, ein Glasschneider tut's auch. Man muss nicht unbedingt einen Diamanten mitnehmen, wenn man irgendwo einbrechen will, aber... Ah, sie hat jetzt das Ei. Keine Ahnung, von was für einem Tier das ist. Für ein Hühnerei ist es eigentlich zu groß. Aber wer weiß, was die hier in der Station machen. Denen traue ich alles zu. Okay. Jetzt weiß ich nur nicht, die Tagebuchblätter, die sind doch jetzt bei uns auch drin. Wieso müssen wir die jetzt so noch mitnehmen? Naja, gut. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, was das hier für eine Kombination ist. Aber die kann man bestimmt nicht in ein Tagebuch. Ich habe nicht mal einen Anhaltspunkt, was ich da eingeben muss. Ja, ja, ist okay. So, Moment, dann gehen wir jetzt nochmal raus. War jetzt ja gar nicht so schwer bisher. Gut, das mit der Sprengung hätte ich wahrscheinlich nie rausgefunden, muss ich dazu sagen. Also das fand ich sowas von unlogisch und schwer. Also ja. Okay. Oder es wird nicht wirklich, den pömpeln können wir den ja auch nicht, ne? Vielleicht können wir den irgendwie was zu fressen geben oder wir müssen den einheizen im wahrsten Sinne des Wortes. Eins drüber geben mit dem Schild vielleicht. Abfüllen mit Alkohol. Ich weiß es noch nicht, vielleicht können wir den ja wegangeln. Damit wir dann mal, oder das Ei wegangeln. Mit Silikon ein bisschen auffüllen, tut es auch alles nicht, ne? Dem eins drüber geben, können wir auch nicht. Ja. Können wir da mit dem Ei irgendwas machen hier?
So wie es aussieht, auch nicht. Ja, da würde ich sagen, haben wir jetzt die nächste Sackgasse, wo wir jetzt stehen. Der Pinguin scheint auf irgendwas zu sitzen. Wahrscheinlich brütet er gerade. Ja. Okay, nicht ganz so einfach, wie ich gedacht habe. Aber wir können noch mal eben gucken, ob damit. Ah, sehr Das schön. Salz hat ein großes Loch in das Eis gefressen. Perfekt. Wahrscheinlich musste man nur einmal rausgehen und wieder reingehen, denke ich mal. Da Gucken, ob hier passiert irgendwas. nichts. Ich sollte es vielleicht mal mit einem Köder versuchen. Nein! Oh, seid ihr denn. Ach so. Nee, das Ei kann ich aber nicht. Das Feuerzeug könnte vielleicht als Blinkerersatz und Blei in einem fungieren. Echt jetzt? Ein Versuch wäre es auf jeden Fall wert. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, wir brauchen das noch für Feuer. Aber okay, dann nehmen wir das hier mit. Eigentlich wollte ich jetzt vorschlagen, das Ei zu benutzen. Das war einfacher, als ich gedacht hatte. Nina geht Eis angeln und hat sogar noch einen Fisch gefangen. Ah, einen Fisch Ein gefangen. Exemplar der Gattung Fisch. Ich bin so blöd. Ja, wahrscheinlich können wir den erst weglocken, wenn wir ihm was zu fressen anbieten. Können wir das jetzt direkt so machen oder müssen wir das mit dem Fisch und dann. Vielleicht kann ich ihn mit etwas Fisch ablenken. Okay, sie macht es anscheinend selbstständig. Okay. Schnell austauschen, geht es? Jetzt hat der arme Kerl wenigstens Perfekt. eine reelle Chance, dass aus dem Ei auch mal was rauskommt. Die Säcke, die haben doch nicht ernsthaft dieses Ding hier, was aussieht wie ein, also was so ein bisschen Eiform hat, haben die doch wohl nicht unter den Pinguin extra gesetzt, weil die wissen, dass ein Pinguin so lange, also ich meine zumindest das mal gehört zu haben, dass ein Pinguin so lange auf dem Ei sitzt und das ausbrütet und auch nicht weggeht, bis es wirklich ausgebrütet ist. Wobei der wahrscheinlich schon am Verhungern ist, weil ich sehe hier keinen anderen Pinguin, der dem irgendwie was zu fressen geben könnte. Oder vermutlich ist es eine Sie, aber ich glaube auch die männlichen Pinguine setzen sich auf die Eier drauf. Das sind ja Arschlöcher. Ein Aber gutes eiförmiges Ding Versteck. aus Metall. Kann man das irgendwie benutzen? Ah, jetzt stehen wir hier schon wieder vor dem nächsten Rätsel. Kotzt mich das an, wenn man immer so von einem Rätsel ins nächste rein. Oder ist da irgendwie eine Kombination? Kann man das vielleicht mit dem Feld kombinieren? Das ist jetzt nur so eine Vermutung, aber wahrscheinlich eh nicht. Nee, natürlich nicht. Ein eiförmiges Ding aus Metall. Aus Metall, ja, aber ich habe jetzt alles probiert. Ja. Ich werde jetzt noch mal kurz die Sachen durchgehen, ob hier irgendwas ist, was ich so miteinander noch kombinieren könnte. Ja gut, mit der Angel. Warte mal. Muss ich noch mal was angeln? Nee, oder? Ich brauche erstmal keine Fische mehr. Ich wollte Und gerade wenn sagen. doch, weiß ich ja, wie es funktioniert. Okay. Ja, aber ich wollte gerade schon sagen, das wäre doch jetzt. Aber ich meine, gut, es wäre jetzt auch wiederholend gewesen mit dem Angeln hier vorne. Also hätte mich das jetzt auch nicht unbedingt gewundert. Ja, den Pömpel. Also was wir auf jeden Fall noch machen müssen, ist die Anlage wieder auf Vordermann bringen. Ist natürlich die Frage, Moment, wo war jetzt die Anlage? Die war hier unten, ne? Ich glaube, das ist eine Wasserpumpe. Sie läuft Ach! aber nicht. Ist bestimmt verantwortlich für fließendes Wasser und die Heizung. Deswegen ist es hier drin wohl auch so kalt. Hehehe, ich glaube, ich habe was gesehen. Aber ob das funktioniert, weiß ich nicht. Gehört das Teil da vielleicht rein? Passt. Und die Maschine fängt auch wieder an zu Perfekt. arbeiten. Was aber auch gleichzeitig wieder schlecht ist, weil die wollen ja, dass es funktioniert. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, bevor ich jetzt irgendwo anders hingehe und vielleicht noch eine Sequenz auslöse oder so, dass die ja mir jetzt hinterherlaufen und mich jetzt da suchen oder so, ich würde schon gerne noch das Wasser unten holen. Nee, unten. Ich muss da nach oben.
Aber ich weiß nicht, ob das jetzt, oder ich mache das mal eben schnell. Ich hoffe nur, dass ich da jetzt keine Sequenz mit auslöse. Wobei ich nicht weiß, ob überhaupt heißes Wasser brauchen. Nee, anscheinend nicht. Bringt mir das denn irgendwas, wenn ich. Also ich. Mein Ziel war ja, das Wasser wieder Der anzusetzen. Stöpsel fehlt. Das Wasser läuft sofort wieder ab. Ah, oh, ist das euer Ernst? Kann ich den Pömpel nicht jetzt Ich habe nicht stopfen? wirklich übermäßig Lust, mich jetzt als Klempner zu betätigen. Eigentlich will ich hier nur raus. Ja, aber du sollst es doch nur als Stopfen nehmen. Ist das denn so schwer? Oder die vielleicht irgendwie zusammenknüllen oder so? Oder. Ach, so schwer ist das doch nicht. Ey, einfach ein Pömpel drauf und dann ist gut. Wobei ich nicht wirklich weiß, wofür wir jetzt überhaupt Wasser brauchen, nebenbei bemerkt. Kann ich das Schild da reinsetzen? Ach, den müsste ich doch. Wenn ich den rauskriegen würde. Wodka wird wohl kaum welcher drin sein, aber bei der Kälte würde ich mich auch mit Whisky zufrieden geben. Kann ich das Ding vielleicht in den Schraubst. Oh, Moment. Oder Silikon? Okay, das jetzt nicht. Sonst hätte ich jetzt gesagt, mache ich das Ganze in den Schraubstock rein. Oder das vielleicht kombinieren geht auch nicht. Das probiere ich jetzt nochmal eben als allerletztes, ob man das hier reinmachen kann zum Entklemmen. Nö, kann man natürlich nicht. Wäre vielleicht auch zu einfach. Ich weiß es nicht. Ja gut, dann würde ich jetzt sagen, dass wir hier wirklich erstmal einen kleinen Cut machen. Der Zeit zuliebe und. Ja, weil ich vielleicht nochmal drüber nachdenken müsste. Also ich würde jetzt spontan sagen, wir brauchen den Korken aus dem Flachmann, damit wir den als Stopfen benutzen können, damit wir Wasser einlassen können in die Badewanne, von dem ich gar nicht weiß, wofür wir das überhaupt brauchen. Aber gut, vielleicht werden wir diesem Geheimnis jetzt in der nächsten Folge auf die Schliche kommen. Ich hoffe es zumindest. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Bis dann. Ciao.